Hallo, moin zusammen. Oh, tut mir leid, Entschuldigung. Ich bin's, moin zusammen, ich bin's wieder, der Harm. So, und jetzt geht's offiziell weiter mit der Arbeiterei. Also, als erstes werde ich jetzt mal hin und meinen Trecker für die Mischsteuerei wiederholen. Da sind wir letztes Mal ja nicht fertig geworden. Wir sind überhaupt nicht fertig geworden letztes Mal. Und dann wollen wir mal sehen, dass es weitergeht hier. Das dauert mir alles zu. Ich war etwas zu faul dahin, zu hierher zu laufen. Und da ich gerade das olle Ding hier unterm Arsch hatte, habe ich den hier einfach genommen. Den parke ich mal, wo er nicht im Weg steht. Hier steht er nicht im Weg. Erstmal. Ja, hier kann ich. Handbremse, damit er mir nicht abhaut. Und raus. Ja, so, dann. Wie gesagt, ich hatte ja noch kräftig weiter Stroh gefahren. Mein Strohlager ist mehr als voll im Moment. Ich habe etwas weiter gedroschen und habe Getreide verkauft. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, wie wir aufgehört sind, 48.000. Jetzt habe ich mittlerweile schon 77.000. Ja, und ich habe mit zwei Ladewagen geerntet, was nur so ging. Und hab viel geschafft. Also, jetzt muss ich. So, erstmal die Steuerung ändern. Zündung. Geht. Und Handbremse. Ja, jetzt wollte ich mal sehen, dass ich hier mein erstes Feld sauber kriege. Sauber kriege, sag ich. Mit Mist verdrecke und ist dann grubber. Oh, hoffentlich ist das nicht zu laut. Muss ich mal sehen. Sehe ich ja nach dieser Aufzeichnung. Den Ladewagen, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den fahre ich zurück in die Scheune. Ach, schon wieder ein Fußgänger. Ich habe jetzt in ein paar Minuten Film schon 5 oder 6 Fußgänger hier zunichte gemacht. Den werde ich hier mal bei meinem Silageproblem verdichten, sag ich. Ich krieg die olle Verdichterei hier nicht aus dem Kopf. Also, wie gesagt, wenn ihr eine Lösung wisst oder kennt, sag mir Bescheid. Was habe ich jetzt abgehängt? Jetzt habe ich ganz bestimmt mein Gewicht dahin geschmissen, genau. Scheiße. Wo kann ich es wieder anhängen? Ja, genau. Jetzt muss ich ihn nach hinten. So. Genau. Jetzt schnappe ich mir meinen Mischstreuer. Wo habe ich den denn stehen? Ach, der steht auf dem Feld. Und jetzt... Naja, ich mache hier mal einen kleinen Cut. Und wenn ich bei meinem Mischstreuer bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. Wieder frisch bei meinem Mischstreuer angekommen. Hier ist mein neuer Servicewagen. Der ist auch ganz toll. Den kann ich auch nur empfehlen. Ich frage mich aber nicht, wer den gemacht hat. Aber... Den findet ihr beim Modhopper. Einfach Servicewagen eingeben, glaube ich, und dann findet ihr den schon. So, jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich hier war. So, und zurück. Ach, scheiße. Na, ja. Jupp, passt. So, ich muss mal gucken, wo ich liegen geblieben bin oder hängen geblieben bin. Ach, ich mache einfach hier weiter. So.
So, genau, hier machen wir weiter. Und dann einfach rauf und runter. Anstellen, Tempomat und Heido. Ja, wie gesagt, ich glaube jetzt aber nicht, dass mein Mist reichen wird. Wäre ja nicht schlecht. Ich hatte mir... schon überlegt, ob man vielleicht nur mit Naturdünger arbeitet. Aber ich glaube, das geht jetzt nicht. Man muss, wenn man, glaube ich, wenn die Saat im Wachstum ist, muss man, glaube ich, jetzt auch spritzen. Ist das richtig? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Meine Oma hat jetzt gesagt, da muss ich jetzt lügen. Und mein Opa hat dann immer gesagt, wenn du legen willst, hol Leber vor den Berg. Ja, das war noch Zeit. Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, ihr habt es ja schon gesehen, ich bin jetzt auch was Neues angefangen, und zwar, was ich schon lange spielen wollte. Ich habe schon ewig runtergeladen, aber nie gespielt, den Bausimulator 2015. Würde mich freuen, wenn ihr euch den auch angucken würdet. Ich versuche mir wirklich Mühe zu geben. Aber bis jetzt, zu diesem Zeitpunkt, haben noch nicht viele geschaut. Mich echt freuen, wenn da auch ab und zu mal jemand reinguckt. Braucht ja auch nicht immer sein, wie gesagt, eben nur ab und zu. So, ich bin jetzt auch ein bisschen großzügig. Ich möchte das ja ein bisschen gleichmäßig verteilt haben. Aber wie gesagt, mein Mist wird für das ganze Feld wohl nicht reichen. Oh, das war's. Das war das. Jo. Ich mache das jetzt auch mal im Einzug. Ich habe nicht immer Lust, wieder auf andere Geräte zu blenden. Wenn ich wieder beim Hof bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Dann wollen wir mal sehen, was wir aus dieser mistigen Situation hier noch rausholen. Aus. Absteigen und absteigen. Nein, da waren wir schon drin. Wir wollen dahin, genau. Ist wieder dasselbe Spiel. Umschalten, Blinker aus, Zündung und aus. Bin ich ja gespannt, was wir hier noch rauskriegen. Aber viel ist es sicher nicht mehr, wa? Voll. Nach. Die Tastaturbelegung für den Frontlader, da muss ich auch noch ändern. Und warum wird eigentlich der Miststreuer nicht dreckig?
Irgendwie habe ich immer das Gefühl, na, dass der Ding gar nicht, dass der Mistreuer manchmal gar nicht voll sieht. Mal weg. Hier, jetzt klötert es wieder. Vorne hat es nicht geklötert. Ja, das ist genau. Was? Ja, wo du wolltest. Geh voll. Ach, doch scheißegal. Ah ne, er wird aber doch voll, ne? Sah vielleicht nur so aus. Da hinten in der Ecke liegt noch was. Gut, jawohl. Oh. So, das war dann jetzt auch schon wieder Teil Nummer 2 dieser Staffel. Ich da geht schon wieder die Hälfte drüber. Hier gehe ich jetzt noch mehr drüber. Wieso geht das immer? Ich verstehe es nicht. Ah, jetzt geht die Hälfte davor. Ja, und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht Ham was nächstes oder Ham, was hast du da denn wieder ausgefressen? Dann schaut doch den nächsten Teil an. Bis dann, Finke!